Wenn der Herr spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Psalm 33, Vers 9. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Markus 4, Vers 39. Das war die Tageslosung vom gestrigen Tage. Und als ich das gestern las, kamen mir sofort Gedanken daran, wo ich Zeugnis geben konnte, wo ich das schon erlebt hatte. Beispiel: Wenn der Herr gebietet, so steht's da. Als wir vor einem guten Jahr unser Rettungsboot eingerichtet haben, brauchten wir noch ganz dringend Regale. Und nur wenige Tage bevor wir geöffnet haben, habe ich gebetet, dass der Herr uns doch bitte Regale schenken möge. Und dann habe ich zu einer unserer Kolleginnen gesagt: Bestimmt, wie ich den Herrn kenne, wird er die Regale ganz kurz vor knapp einfach dastehen lassen vor unserem Haus. Und dann war es so. Wir kamen an dem Tag zurück von einer Fahrt, wo wir ein Regal eingeholt haben, und plötzlich standen ganz viele Regale da und wir konnten noch mehr abholen von unserem Nachbarn, der sie uns zur Verfügung gestellt hatte. Gott ist schon manchmal unglaublich. Und dann war gestern dieser Tag, wo wir wirklich viele Probleme hatten, wo wir diese Erfahrung nicht gemacht haben, dass wir uns auf den Herrn berufen und Stürme stillen konnten. Haben wir es vergessen, uns auf den Herrn zu berufen und die Stürme zum Schweigen zu bringen? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte jetzt dem Herrn danken, dass er da ist, dass heute Sonntag ist, dass ich zur Ruhe kommen kann und dass ich genau das in Anspruch nehmen kann, was er verheißen hat. Jesus, ich danke dir für diesen Vereinsziel. Du siehst die großen Veränderungen, die vor uns liegen, und du weißt genau, was du vorhast damit. Und du siehst aber auch, wie wir angefochten sind, wie alte Gefährten oder ein alter Gefährte, der uns immer wieder versucht, Knüppel in die Wege zu werfen, Stürme bereiten. Ich bitte dich, dass du diese Stürme aus unserem Leben, aus unserem Vereinsleben rausnimmst und dass du sagst: Schweig! Und ich nehme das jetzt für mich in Anspruch, dass du gesagt hast, wir dürfen in deinem Namen handeln. Und ich nehme in Anspruch, dass du gesagt hast, wir werden größere Dinge verrichten als du. Und deswegen sage ich in Jesu Namen: Schweig, schweig, Sturm des Lebens. Und lass uns zur Ruhe kommen. Lass uns merken, dass du, der Herr, alles führst. Ich bete für die Frau, die gestern gestürzt ist und eine leichte Gehirnerschütterung hat, so kurz vor unserer Klausur. Ich bete für die Gespräche nächste Woche, die stattfinden und die zukunftsweisend für Ziel sein könnten, dass du Herr bist. Und ich bete dafür, dass unsere Nachbarn, unser Vermieter und alle, die mit uns zu tun haben, uns weiter wohlgesonnen sind und die Stürme sich legen. Ich bete dafür, dass Unfälle, die passieren, sich bereinigen. Ich bete dafür, dass du der Herr bist und bleibst und dass wir das in Anspruch nehmen dürfen. Ich bete dafür, dass sich auch Beziehungsstürme bereinigen, von denen ich gestern hörte. Ich danke dir, Herr, dass du der Herr unseres Lebens bist. Und ich nehme das in Anspruch, dass du allmächtig bist und dass du die Liebe in Person bist. Und ich nehme in Anspruch, dass du gesagt hast, wenn wir in deinem Namen und in deinem Sinne bitten werden, dass wir gegeben bekommen.
Danke, Jesus, dass du so ein großzügiger Gott bist. Amen. Hast du Lebensstürme in deinem Alltag zu bewältigen? Geht es dir ähnlich wie uns gerade? Dann schließ dich an. Vertrau auf den Herrn. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist allmächtig und er ist Liebe und er will dir so gerne helfen. Deswegen sind die Probleme nicht im Moment des Gebets weg. Aber wir können sicher sein, dass er der Herr jedes Problems ist. Ich wünsche dir den Frieden, den Shalom, der höher ist und größer ist als alle Vernunft und alles, was du jemals an Stürmen oder an Unwegsamkeiten in deinem Leben haben kannst. Leg ihm alles hin. Sei gesegnet und verbring einen schönen und ruhigen Sonntag in der Nähe des Herrn. Geh in einen Gottesdienst, lass dich von deinen Geschwistern oder von Menschen, die Gott kennen, wenn du Gott noch nicht kennst, auferbauen und suche die Nähe zu Menschen, die Gott kennen, besonders aber zu Gott selbst. Euer Carsten.